Hallo ihr Lieben, hier ist Claudia von MeTime Kreativ und ich möchte heute mit euch eine Osterkarte basteln und zwar so ziemlich, ja, Ton in Ton. Ich möchte heute mit euch ein Osternest gestalten. Ich habe mir schon mal ein bisschen was an Papier zurechtgelegt und zwar in den Farben Hellgrau, Elfenbein und Taub. Taupe, Taub. Ihr wisst vielleicht besser, wie man spricht. Und außerdem habe ich mir noch zurechtgelegt so einen Samenpapierumschlag. Da werden wir heute auch ein bisschen was draus ausstanzen. Ja, die Grundkarte habe ich gewählt, diesmal in 13x13, sprich 13x26 geschnitten und bei 13 in der Mitte gefaltet. Der Aufleger in Elfenbein ist nur 3 mm kleiner. Und der andere Aufleger ist ein bisschen mehr kleiner, sprich, der ist 12x12 cm und auf dem werden wir gleich erstmal arbeiten. Ja, dann habe ich mir noch so ein paar Reste geschnappt in Elfenbein und in Taub. Ich finde, das passt ganz gut dazu. Und eben den Umschlag. Und zwar möchte ich das so machen, dass wir hier einen Spruch hinstempeln und darüber ein kleines Osternest bauen. Und dafür habe ich mir ein paar Stanzen zurechtgelegt. Zum einen hier diese Ostereier von Marianne Design. Ja, die sind total praktisch, weil ihr da eben Eier in allen möglichen Größen habt. Ihr habt hier eine Bruchkante mit dabei und für das größte Ei auch noch so einen Aufleger. Und ihr könnt daraus, weil diese Teile noch mit dabei sind, auch Luftballons gestalten. Also echt ein schönes Set, auch über Ostern hinaus. Habe ich auch schon, glaube ich, seit letztem Jahr. Und gefällt mir ganz gut. Dann habe ich mir zurechtgelegt zum einen hier die Blumenranke. Da werden wir wahrscheinlich nur die Blümchen von verwenden. Und die Zweigeblätter. Da gibt es übrigens auch passende Stempel dazu, aber die benutzen wir heute nicht. Wir nutzen heute nur die Stanzenzweigeblätter von Kulrike und den Blätterkreis von Kulrike. Ja. Und damit wir ein Nestchen gestalten können, werde ich jetzt erstmal hier aus den Zweigen und aus dem Blätterkreis ganz viele Teile in Elfenbein und Taub ausstanzen. Dafür nehme ich mir hier meine Stanzmaschine dabei, das ist die Big Shot, und werde da einfach aus meinen Restpapieren jeweils ein bisschen was ausstanzen, sodass wir für das Nest auch passend ja, die Äste und Blätter und Zweige haben. Das ist auch super, um eben Restpapiere zu verwenden, weil davon haben wir ja alle genug. Und es braucht halt nicht immer ein neues Blatt Papier, um die ganzen kleinen Teile auszustanzen. Ich lege mir dann meine Platte drüber, kurbel es mir einmal durch. So. Und das mache ich jetzt noch ein paar Mal mit dem elfenbeinfarbenen Cardstock und auch mit dem taubfarbenen Cardstock. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt ein bisschen was ausgestanzt. Und jetzt gucken wir mal eben, welchen Gruß wir nehmen. In meinen ganzen Ostersets von Kulrike. Und ich glaube, wir nehmen das von dem neuen Set Ostereier. Und zwar ist da dieses schöne große Ostergrüße mit drin. Ich glaube, das werde ich mir auch als erstes einmal aufstempeln, damit wir eben abschätzen können, wie groß denn unser Nest werden darf. Nehme ich mir den Aufleger. Und auch hier würde ich in Ton stempeln, und zwar mit dem Sandgrau von Faltkarten. Das ist so ein schöner Braun-Grau-Ton. Einmal die Ostergrüße mittig und relativ weit unten platziert. So.
Und die putze ich mir einmal ab, weil den Stempel habe ich noch nicht verwendet bisher, den großen. Aber ich finde die Schrift echt toll und den gibt es auch noch mal in kleiner in dem Set. Ja, auch mit dabei. Und ja, die mag ich echt gerne, die Schrift, muss ich sagen. Dann stempeln wir uns das einmal auf. Wie gesagt, in Sandgrau. Und Sprüche strempel ich ja immer zwei, dreimal. Ne? So. Das ist schon mal, sieht schon mal gut aus. So. Dann kann die Stempelhilfe auch schon wieder zur Seite. Und dann fangen wir mal an, unser Nest zu bauen. Und zwar habe ich ja hier diese Swirlies. Die schneide ich ein bisschen kleiner. Das immer so, ja, zwei, sag ich mal, zusammen noch sind. Also ich werde es jetzt ein bisschen drapieren. Ich habe mir auch einiges ein bisschen kleiner geschnitten. Und dann gucken wir mal einfach, wie es auskommt nachher. Von der Größe her möchte ich ungefähr so hierhin. Und dann darf das ruhig ein wenig üppiger sein. Nachher kann man auch immer noch ein bisschen das Ganze zurechtstutzen, wenn man noch nicht so zufrieden ist. Ich glaube, so reicht mir das schon. Und jetzt gehe ich da einfach mit dem Flüssigkleber hin. Wo ist er? Da. Und klebe mir das so ein bisschen nach und nach fest. So wie ich es jetzt hier liegen habe. Gehe mir einfach hier hinten drunter. Und drücke es mir ein bisschen an, sodass erstmal die einzelnen Teile ein bisschen zusammen gehen. Wenn dann der Kleber auch geht, dann wäre das noch besser. Zuerst mache ich einmal die rechte Seite und klebe mir das, was so übereinander liegt, so ein bisschen mal fest. So. Das gleiche mache ich dann nochmal auf der linken Seite. Dass man einfach schon mal so eine gewisse Grundform dann hat. Dann kann man das Ganze nämlich hochnehmen und abschließend dann nochmal fixieren. So. So. Jetzt musste ich euch einmal ins Bild huschen. So, und da kommen dann noch diese hier rein.
Also einfach ein ganz wildes Nest. Und jo. Einfach ein paar Zweige zusammenkleben. Da sind natürlich diese Stanzformen für prädestiniert. So. So finde ich schon ganz hübsch. Das ist jetzt unser Nest. Hier und da können wir das vielleicht noch ein bisschen beschneiden. So. Jetzt gucke ich mal, welche Ostereier mir dazu gefallen. In welcher Größe. Die finde ich schon ganz gut. Ja, das ist zu groß. Nehmen wir die beiden Größen. Und dann nehme ich mir jetzt einfach, nachdem ich ein bisschen aufgeräumt habe, dann nehme ich mir jetzt meinen Samenpapierumschlag und nehme mir den ein bisschen auseinander. Möglichst vorsichtig. Der ist ja auch nur hier an den Seiten quasi geklebt. So dass ich, wenn ich den auseinander habe, auch noch total viel Platz habe, um was auszustanzen. Ich schneide mir jetzt mal für die paar Eier einfach hier unten das Stück ab. Das müsste schon reichen. Und dann habe ich eben noch genug Reste, um vielleicht noch eine schöne Osterkarte zu werkeln. Das geht ja auch mit Blüten zum Beispiel. Das Samenpapier an sich ist so, da sind halt wirklich Blumensamen drin. Und wenn man das in Erde tut und feucht hält, dann wachsen da Blumen. Und ich finde das so als Osterkarte eine ganz schöne Idee. Ich werde es auch so anbringen, dass es einfach zu entfernen ist nachher, dass der Beschenkte sich wirklich diese Eier dann auch einpflanzen kann. Und so finde ich, hat man halt immer dann auch eine schöne Karte, die noch weiterverwendet wird und nicht unbedingt weggeworfen wird. Gut, das stanze ich dann auch einmal aus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind jetzt die Eichen. Und das drapieren wir uns auch so. Ihr seht, das hier ist jetzt auch noch nicht richtig festgeklebt. Das könnten wir mal eben nachholen. Und da bringe ich Kleber auch wirklich nur hier im unteren Bereich an, sodass es sich zum einen schön ein bisschen aufstellt, ein bisschen mehr Dimension hat. Und zum anderen, sodass ich die Eier auch von oben noch reinstecken kann. So. Einmal kurz andrücken und dann stecke ich mir die Eier einmal hinter, so wie ich mir das vorstelle. So, und jetzt stelle ich fest, man sieht gar nicht, dass das unterschiedliche Eier sind, aber dieses Samenpapier kann man genau wie alle anderen Samenpapiere so ein bisschen auch einfärben. Das werden wir jetzt mal tun. Dann nehme ich mir einfach nochmal das Sandgrau, passend zu dem Nest und ein Fingerschwämmchen und gehe mir hier vorsichtig an den Rändern entlang. Das sieht man jetzt hier in der Kamera auf den ersten Blick nicht, aber ihr werdet es gleich auf der Karte sehen, dass man dann wirklich auch sehen kann, dass es unterschiedliche Eier sind, dann ist es nicht ganz so, ja, weiß-grau. Also es sieht echt ein bisschen so aus wie Eier auch, dieses Samenpapier. Ich habe letzte Woche auch schon eine Karte auf dem Blog gemacht mit einem Umschlag und einem ganzen Umschlag von dem Samenpapier und den habe ich zum Beispiel auch mit den Distress-Oxiden eingefärbt und auch gestempelt. Den Beitrag verlinke ich euch mal unten. Könnt ihr mal nachschauen. Also dieses Samenpapier, ich bin begeistert. Ich liebe ja sowas, wenn man so in der Karte auch noch so ein Goodie verstecken kann.
Und das kann man hiermit echt super, ne? Und ja, dann sprießt es auch für den Beschenkten, wenn er das einpflanzt. Und das finde ich halt echt eine super Sache, ne? So. Alle Eier schön eingefärbt. Dann drapieren wir uns das dann nochmal. Das eine große in die Mitte. Und jetzt seht ihr, ne? Man sieht jetzt, es sind mehrere Eier. Es ist nicht nur ein Ei, was hier so, oder ein Eierwust, sondern man sieht wirklich, es sind mehrere Eier und so. So ein bisschen unterschiedliche Richtungen legen, die ist auch lebendiger. Und damit das jetzt nicht ganz so dolle klebt und der Beschenkte die Eier auch aus dem Körbchen oder aus dem Nestchen rausnehmen kann, nehme ich hier so Glue-Dots und gebe mir die einmal auf die Hand, sodass sie halt ein bisschen weniger klebrig werden. Roll sie auch noch mal so ein bisschen. Haha, das war ein Härchen. Und dann gebe ich mir das einfach hier einmal hinters Ei. Nur ein so ein Glue-Dot pro Ei quasi. Und dann ist es zwar auf der Karte befestigt, man kann es aber auch wieder relativ leicht entfernen und dann eben einpflanzen. Und das letzte Ei noch einmal festkleben. So. Sis packt unter Luft, wackelt unter Luft. So, wie ihr seht, kann man die relativ leicht hier dann auch wieder rausnehmen, aber es fällt nicht so ab. Das ist mir wichtig gewesen dabei. Aber man kann sie halt noch verwenden. Und ja. Bin ich noch am Überlegen, was wir da für Deko drauf machen, ob wir die Blümchen wirklich nehmen oder ich glaube, wir nehmen einfach ein Band. Bin ich am Überlegen, welches könnte am besten passen. So, ich habe mir jetzt hier einfach so ein bisschen Satinfaden genommen und da mache ich jetzt ein Schleifchen von. Gucken, ob es beim ersten Versuch klappt. Ja, sieht gut aus. Nee, sieht nicht so gut aus. So. Das sieht besser aus. Zweiter Versuch, also schon nicht schlecht für meine Verhältnisse. So. Ja. Das setzen wir uns da jetzt einfach drauf. Ach, wisst ihr was? Wenn wir sie hier schon mal stehen haben, nehmen wir dafür auch einfach einen Glue-Dot. So. Einfach hier mitten aufs Nestchen. Dann sieht man auch nicht so diese nicht so schönen Übergänge. Kürze ich mir das noch einmal ein bisschen. So. Ja, dann haben wir unser Kärtchen eigentlich schon fertig. Das kommt jetzt auf den Aufleger und die Grundkarte.
Das mache ich jetzt einfach mit Flüssigkleber, weil wir haben ja durch das Nest schon relativ viel Dimension da drin. Mir fehlt aber noch was irgendwie. Ich glaube, ich möchte noch so ein paar Pünktchen oder so da drin haben. Also, ich klebe es mir jetzt erstmal auf den Aufleger und mache dann die Pünktchen drauf. So. Und zwar nehme ich da auch wieder das Sandgrau, gebe mir davon ein bisschen auf den Acrylblock und dann nehme ich mir meinen Wassertankpinsel, gebe da einfach so ein bisschen Wasser drauf und spritze das dann hier vom Acrylblock runter. Dann hat man auch so ein bisschen besser eine Kontrolle, als wenn man es nur mit dem Acrylblock macht, aber ja. Ich mache sowieso immer überall drüber, weil mir war das jetzt hier mit dem Hintergrund ein bisschen zu, ja, zu plan, zu langweilig. Und da sind so ein paar Sprenkel immer super und auch schnell gemacht. So. Und dann kommt das auf unsere Grundkarte noch mit drauf. Ich habe jetzt hier übrigens von dem Elfenbein einen Tonkarton genommen. Das ist relativ dünnes Papier, aber für so Mattungen super geeignet. Und das ist manchmal in diesen, ja, alle Farbensets mit dabei, dieser Tonkarton. Und ja, irgendwie möchte ich den ja auch aufbrauchen. Und von daher gibt es den jetzt immer als Mattung oder Kartenaufleger dann mit dazu. So, schön schlicht. Bisschen, was muss noch ins Innere, finde ich. Da nehme ich mir auch wieder diesen dünneren Tonkarton von Faltkarten, auch in Elfenbein, und schneide mir den mal eben zurecht. So, noch. Auch auf, den mache ich jetzt mal auf 12,5. Mal 12,5. Also ich muss mich ja hier echt noch ein bisschen dran gewöhnen, an dieses Maschinchen, aber es ist mega gut, um wirklich einfach nur Auflagen zu schneiden. Es geht noch mal ein bisschen schneller, glaube ich, wenn man sich dran gewöhnt hat, als mit dem Schneidebrett, was ich ja sonst immer nehme. Und ja, da möchte ich jetzt noch was draufstempeln. Nehme ich die Ostereier? Nee, ich habe ja hier noch so süße Häschen. Schaut mal. Ich glaube, dann nehme ich einfach hier diesen kleinen Schüchenfratschi. Das ist übrigens das Stempelset Häschen Mini. Der kommt da mit drauf. Auch in Sandgrau. So. Und damit er da auch nicht ganz so einsam und alleine hoppelt, nehme ich nochmal ein bisschen Spritzer mit drauf. Aber auch nur hier unten in die Ecke. So. Dann ist er nicht ganz so einsam, unser Hasi. So, das Teil legen, machen wir jetzt auch einmal innen rein.
Und dann sind wir auch schon fertig. Ist halt heute mal sehr schlicht, sehr einfach und schnell, aber mit dem gewissen Extra durch das Samenpapier, finde ich. Und ja, das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Man muss ja nicht immer einen ganzen Umschlag dafür verwenden, sondern kann sich da ja auch, so wie ich heute, was draus ausstanzen. So. Einmal schön glatt streichen, ist ja dünnes Papier. Mit dem Flüssigkleber muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man keine Spuren durchsieht. Deswegen lieber noch mal einmal öfters andrücken. So, und somit ist mein Kärtchen fertig. Ich hoffe, euch gefällt es. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne kreative Zeit. Bis dahin, eure Claudia. Tschüssi!